Wie wäre es für diese Sonderausgabe zu Halloween mit einem Blow-up über den Weltuntergang im Film? Der aktuelle Kontext mit Pandemie, Krieg und Umweltkrise hat uns Lust gemacht, wenn man das so sagen kann, über etwas zu sprechen, was die Filmkunst schon immer beschäftigt hat: die Apokalypse. Eine Anmerkung vorweg: Wir werden es nicht schaffen, das sagen wir Ihnen gleich, in 20 kurzen Minuten die 2, 3, 400 Filme zum Thema aufzuzählen. Nur damit das gesagt sei. Beginnen wir gleich mit einer Frage. Wie geschieht im Film die Apokalypse? Aus welchen Gründen? Und durch welche Bedrohung? Nun, die erste Ursache sieht man in der ergreifenden Eröffnung von Jahr 2022, die überleben wollen, den Richard Fleischer 1973 dreht. Verschmutzung, Überbevölkerung und Überindustrialisierung. Mit einem Planeten, der erstickt und im übertragenen Sinne auch einem Film, der selbst durch einen Überfluss an Bildern vergiftet wird, die von zahlreichen Splitscreens noch verstärkt werden. Eine solche Flut bietet 10 Jahre später auch Godfrey Reggio dar in Koyanis Katsi, Prophezeiung, diesmal in Form eines Dokumentarfilms über wieder einen Planeten, der im Rhythmus des ungezügelten Wachstums erstickt. Die logische Konsequenz daraus ist, dass im Film unzählige anormale Klimaphänomene vorkommen, die das Zeichen eines leidenden Planeten sind. In Interstellar von Christopher Nolan zwingt dieser Staubregen die letzten Überlebenden, den Planeten zu verlassen. Während in Die letzte Flut von Peter Weir die Straßen in Sydney von sintflutartigem Regen überschwemmt werden. In Take Shelter, Ein Sturm zieht auf von Jeff Nichols, ähnelt dieser Regen weniger einer Flut, kündigt aber dennoch nichts Gutes an. Und dann erwachen lange erloschene Vulkane wie in Dante's Peak. Der Wissenschaftler Pierce Brosnan erkundet diesen Krater, der kurz davor ist, die Westküste der USA zu überschütten. Diesen Albtraum sieht man auch in Akira Kurosawas Träume mit dem Fuji, der explodiert, ausbricht und Tokio zu verschlingen droht. Ansonsten geht es im Film auch oft um Pandemien, wie hier in Outbreak, Lautlose Killer von Wolfgang Petersen, mit diesen Wissenschaftlern, die versuchen, einen kaum identifizierten Virus in Schach zu halten. Oder in Contagion von Steven Soderbergh mit Jude Law, der gerade das Ausmaß der Katastrophe begreift. Was noch? Nun, die Bedrohung geht manchmal von anderswo aus. Zum Beispiel von einem Kometen, der bald auf die Erde trifft. Wie es Abel Gance zu Beginn der 30er Jahre in Das Ende der Welt zeigt. Oder Michael Bay 60 Jahre später in Armageddon, Das jüngste Gericht. Daher der Countdown und ein besorgter Bruce Willis. Und dann sind da natürlich Alien-Invasionen, wie in Roland Emmerichs Independence Day, mit diesem gewaltigen Raumschiff, das vor der Zerstörung über New York hängt. Aber die Invasion kann auch unmerklicher verlaufen, wie in Das Omen, mit dem kleinen Damien, der in Wirklichkeit der Antichrist ist und die Welt kontrollieren und zerstören will. Und dann ist da der Umsturz, durch Affen, die Menschen zu Sklaven machen, in Planet der Affen. Hier dem Original, aber auch Vögel in Die Vögel von Alfred Hitchcock mit diesem erschütternden Bild der Apokalypse, als eine neue Welt anbricht. Außerdem hätten natürlich die Zombies einen eigenen Beitrag verdient, den wir ihnen im Übrigen schon gewidmet haben. Deshalb nur ein Beispiel von Tausenden, das umso symbolischer ist. Die Nacht der lebenden Toten, den George Romero 1968 dreht. Doch die Ursache schlechthin für den Weltuntergang, die im Film oft bevorzugt worden ist, bleibt selbstverständlich die atomare Gefahr. Zunächst zeigt insbesondere das japanische Kino, was gewesen ist. Die Atombomben, die Nagasaki und Hiroshima zerstört haben. Wie hier in Kaneto Shindos Kinder von Hiroshima von 1952. Andere Filme haben auch über die Folgen der Bombe gesprochen. Insbesondere Ein Leben in Furcht von Akira Kurosawa. Mit diesem Patienten, der als Einzelperson das Trauma verkörpert. Und seit 1945 schwebt die atomare Gefahr allzeit über der Welt. Besonders während des Kalten Krieges zwischen dem Ost- und Westblock. Hier in Angriffsziel Moskau von Sidney Lumet
mit Henry Fonda als US-Präsident, der versucht, seinem sowjetischen Gesprächspartner das Unwiederbringliche zu erklären. This is a mistake, a serious mistake. I say it's a mistake. Manchmal bleiben die Gipfeltreffen erfolglos und es folgen der Abwurf der Bombe und der bevorstehende Aufprall. Zum Beispiel in die Nacht der Entscheidung mit Anthony Edwards, der einen panischen Anruf aus einer Telefonzelle erhält, der ihm ankündigt, dass in genau einer Stunde und 10 Minuten in Los Angeles Atomraketen einschlagen werden. Und was macht man mit dem bisschen Zeit, das einem bleibt, wenn der Countdown begonnen hat? Nun, wieso nicht wie Leonardo DiCaprio und Jennifer Lawrence in Don't Look Up versuchen, die Politiker zu überzeugen? Allerdings haben sie sichtbar wenig Erfolg. Aber was bleibt einem sonst noch übrig? Nun, die Flucht. Zum Beispiel auf verstopften Straßen für Tom Cruise in Krieg der Welten, als eine Alien-Invasion gerade begonnen hat. Oder die Flucht durch die Luft für Brad Pitt in World War Z, als eine Zombie-Invasion draußen wütet. Außerdem versuchen die Behörden und das Militär hier in Deep Impact zu retten, was geht, indem sie die Arche Noah nachempfinden. Ähnlich wie in Das letzte Ufer von Stanley Kramer mit diesen paar militärischen und zivilen Überlebenden, die sich in einem U-Boot im Pazifik versammelt haben und, vorerst in Sicherheit, aus der Ferne das menschenleere San Francisco beobachten. Wieder andere haben angesichts der Katastrophe ihr Schicksal akzeptiert. Die beiden Nachbarn, die eine unten, der andere oben, in Der letzte Tanz von Tsai Ming Yang, die trotz des verseuchten Regens draußen beschlossen haben zu bleiben und sich erstmals in einer schönen Annäherungsszene begegnen. Oder Mathieu Amalric und Omar Hiramota in Die letzten Tage der Menschheit der Larieux-Brüder, die beschließen, die Stadt ein letztes Mal nackt zu durchqueren. Im Rhythmus der Stimme von Léo Ferré. Oder aber in Abel Ferraras 444 Last Day on Earth, Willem Dafoe und Shannon Lee in sehr nahen Aufnahmen, die die einzig wichtigen Worte murmeln, bevor das weiße Licht sie verschlingt. All we have is each other. All we have is each other. Manchmal schlägt die Bombe im Film am Ende wirklich ein, wie in Watchmen, die Wächter zu sehen ist. Daraufhin wird die Stadt also zerstört und verschwindet, was schon oft und sehr aufwendig mit spektakulären Spezialeffekten gefilmt worden ist, wie in Terminator 2. Dabei werden mit besonderer Vorliebe Symbole zerstört, wie in Cloverfield die geköpfte Freiheitsstatue. Aber die nukleare Explosion ist auch auf weniger spektakuläre Weise genauso wirksam wiedergegeben worden. In Akira von Katsuhiro Otomo. Mit dem Atompilz aus der Ferne, im Wind und in der Stille. Oder auch in Opfer von Andrei Tarkovsky, in dem die Atomexplosion mit einem Zittern der Gläser angekündigt wird. Dann der seltsamen Choreografie von links nach rechts und umgekehrt. Und schließlich der Milch auf dem Boden, die durch einen Schnitt wie ein Bruch oder Riss verstärkt wird. Was dann? Nun, danach folgen wir hier am Anfang von I Am Legend von Francis Lawrence die Leere, die Verwüstung und eine auf ewig veränderte Welt. Von Ozeanen bedeckt in Waterworld von Kevin Reynolds. Mit Eis bedeckt in Roland Emmerichs The Day After Tomorrow. Oder von einem nun tödlichen Wald bedeckt in Nausicaa von Hayao Miyazaki. Oder über die ein radioaktiver Wind fegt in Briefe eines toten Mannes von Konstantin Lopuschanski. Und die in dichten Nebel gehüllt ist in Wolfzeit von Michael Haneke. Und immer lösen sich Überlebende als ferne Gestalten mühsam aus dem Chaos heraus. Vater und Sohn in einem verbrannten Wald in The Road. Ein Mann mit Hund in der Wüste, in Der Junge mit dem Hund.
ein Söldner inmitten von Autowracks in The Book of Eli. Oder aber ein kleiner Roboter allein auf der verwüsteten Erde in Wall-E. Diesen letzten Überlebenden bleibt eine Herausforderung. Hilfe rufen, wie es Cillian Murphy in London in 28 Tage später tut. Hello! Oder Harry Belafonte in New York in Die Welt, das Fleisch und der Teufel. In Großaufnahmen, die die Hoffnungslosigkeit und die Einsamkeit verstärken. Und mit Funkrufen für Bruno Lawrence in Oakland, Neuseeland in Quiet Earth, das letzte Experiment. Hello? Is anybody out there? Natürlich ist der Wahnsinn nie fern, zum Beispiel für Vincent Price in The Last Man on Earth von 1964, der schmerzhafte Familienfilme in Endlosschleife abspielt. Oder für Charlton Heston in Der Omega-Mann, der sich einen menschenreichen Film, die Doku Woodstock, anschaut, den er auswendig kann. Es stellt sich außerdem die Frage nach Verpflegung. Man muss also auf die Jagd gehen, wie die Überlebenden in Malville von Christian de Chalange. Dazu kommt diese Idee des Rückschritts, der Rückkehr zu einer primitiven Ära, die man auch schon in Panik im Jahre Null von Ray Milland sieht, als diese Familie gezwungen ist, in einer uralten Höhle Schutz zu suchen. Eine Analogie mit der Urgeschichte schlägt auch Jean Bouys in Der letzte Kampf auf sehr deutliche Weise vor. Der Rückschritt äußert sich auch in den zwischenmenschlichen Beziehungen, denn überall gibt es Konflikte. Auf dem Land in England in Children of Men. Oder mitten auf der Straße in New York antwortet nicht mehr mit dem oberkörperfreien Yul Brynner. Diese städtische Guerilla-Atmosphäre wird schließlich noch von Kämpfen betont, die an Zirkusspiele erinnern. Hier im dritten Teil von Mad Max mit Mel Gibson als neuartiger Gladiator. Oder hier in Die Klapperschlange mit Kurt Russell alias Snake Plissken bei einer wilden Auseinandersetzung im verfallenen Madison Square Garden. Kurz und gut, in einer solch apokalyptischen Stimmung verschanzt man sich besser im Untergeschoss, wie Emily Blunt und John Krasinski in A Quiet Place, während sehr geräuschempfindliche Aliens an der Oberfläche umherstreifen und versucht, das Wesentliche aufrechtzuerhalten. Zum Beispiel das Lied Harvest Moon von Neil Young im Ohr. Und das alles hat uns mal wieder Lust auf ein Ranking gemacht. Deshalb geht es jetzt los mit unserer traditionellen, völlig subjektiven Top 5 der besten Szenen, die in irgendeiner Weise mit dem Weltuntergang im Film zu tun haben. Unsere Nummer 5 ist offensichtlich Melancholia von Lars von Trier. Denn nie werden wir diese Bilder des Planeten Melancholia vergessen, der sich der Erde gefährlich nähert. Und vor allem die Bilder von Charlotte Gainsbourg, die ihren Sohn durch einen Hagelsturm trägt und dabei vom Auftakt von Wagners Tristan und Isolde begleitet wird. Der Weltuntergang in einer grauenhaften Schönheit. Unsere Nummer 4. Auf der Suche nach einem Freund fürs Ende der Welt von Loreen Scafaria
mit wieder einem Kometen, der sehr bald auf der Erde aufschlagen wird, und deshalb wieder dieser Frage. Was macht man, wenn einem nur noch ein paar Minuten zu leben bleiben? Nun, Steve Carell hat darauf die beste Antwort, jedenfalls für uns. Den Fernseher ausschalten, zum Plattenspieler gehen, kurz zögern und sich schließlich für The Sun Ain't Gonna Shine Anymore der Walker Brothers entscheiden. Unsere Nummer 3 ist ein Film, den wir uns sorgsam fürs Ranking aufgehoben haben. Am Rande des Rollfelds von Chris Marker, den wir schon oft bei Blow Up erwähnt haben. Aber wie könnten wir nicht die Zerstörung von Paris nach einem apokalyptischen Krieg ansprechen? Dazu Musik von Piotr Gonscharow zu verblichenen Bildern von Trümmern, die ineinander übergehen, als seien auch die Bilder der Kernspaltung zum Opfer gefallen. Außerdem diese großartige Idee, Standbilder ohne Bewegung, ohne Leben, tote Bilder. Was ist am Rande des Rollfelds toll? Unsere Nummer 2. Da dieses Ranking langsam ziemlich furchterregend wird, wechseln wir das Genre mit der Serie The Last Man on Earth aus dem Jahr 2015 von Will Forte. Eine sehr schräge Serie mit einer Einleitung, die uns besonders gut gefällt. Ein Virus hat die Menschheit ausgelöscht und ein Überlebender versucht in seinem Bus Kontakt zu anderen aufzunehmen. Und das sehr hartnäckig. Und schließlich unsere Nummer 1. Gut, wenn die Welt schon in ihr Verderben rennt, können wir wenigstens mit Dr. Seltsam von Stanley Kubrick abschließen. Der Atompilz wird ironischerweise vom Evergreen von Vera Lynn, We'll Meet Again, untermalt. Denn wie sie singt, egal was passiert, wir sehen uns eines Tages wieder. Wir wissen nicht wann, wir wissen nicht wo, aber wir sehen uns wieder. Und es wird ein sonniger Tag sein. We'll meet again. Don't know where, don't know where, but I know we'll meet again some sunny day. Keep smiling through, just like you always do, till the blue sky.
folks that I know, tell them I won't be long. They'll be happy to know that as you saw me go,